Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück in Bolivien. Ja, gut, ich mach den Fotomodus mal aus. Ja, ich habe mir wie versprochen habe ich mir ein paar Booster gekauft. Hab was gemacht, was ich eigentlich in diesem alten Spiel nicht mehr machen wollte, weil es ja sowieso bald durch Breakpoint ersetzt wird. Ich habe mir per Microtransaction die Booster gekauft. Und ja, und ich dachte mir, ihr seht es hier vielleicht schon, wenn ihr das Symbol kennt. Ich dachte mir, wir beginnen dann unsere Boosterzeit mit dem Predator. Denn die Mission mit dem Predator gibt von sich aus schon 5625 Tierpunkte und mit dem Booster werden es dann nochmal mehr. Ich habe den Booster jetzt noch nicht aktiviert, denn der zählt eine Echtzeitstunde. Also egal, ob wir im Spiel sind oder nicht. Auch Ladebildschirm und so, ganz egal. Zählt eine Stunde in Echtzeit. Und er zählt auch dann noch, wenn wir ihn erst kurz vor Abschluss der Mission aktivieren. Und das werde ich dann tun. Das heißt, wir bekämpfen erst den Predator. Wenn der dann auf die Knie geht, aktivieren wir den Booster. Und dann laufen wir. Denn die Mission dauert auch relativ lange. Und es gibt eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit zu sterben dabei. Egal, dann nehmen wir uns ein Motorrad. Wo haben wir denn das Jägermotorrad da? Katarium ein Fahrzeug gebeten. Da, 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 da. Ich fahr das Motorrad. Mach das. Ich komm gleich nach. So. Upsa. Ich bin einfach Spezialist im Motorradfahren. Da ist mir übrigens heute Abend was Lustiges passiert. Ich habe noch die letzten fehlenden Uplay-Errungenschaften, Uplay-Herausforderungen bei Narco Road gemacht. Das ist dieser unsägliche DLC. Und da bin ich einmal im Motorrad, irgendwo auf dem Berg, auch so verunglückt und so weit geflogen, dass ich im Fluss gelandet bin und nicht gestorben bin. Hallo, E? Ja, wunderbar. Kann man nicht wegdrücken, schade. Was ist mit denen passiert? Ich habe ja schon wirklich üblen Kartellscheiß gesehen, aber das... Sicher mit dem Kartell? Na, wer sonst? Ich hoffe, solche Crossover und solche Missionen werden dann auch bei Breakpoint nachgeliefert. Das wäre echt cool. Da vorne ist der Altar. Komm. So. Halt. Ja, dann mach doch. Seht ihr, Jungs, das? Das war keine Machete. Zu klinisch. Zu sauber. Ab ins Wasser! Hört ihr den Predator schon? So, absteigen. So, da oben noch das Raumschiff. Tut mir leid, wenn ich spoiler, aber wie gesagt, es ist hier kein Abenteuer-Let's Play, sondern einfach... Ich nehme euch mit auf den Grind zu Tier 1. Bin mal gespannt, wie viele Punkte es dann gibt mit dem Booster. Ich schätze so um die 8000. Ist das echt? Was meinst du? Keine Ahnung.
Da. Leute, was zum Teufel sehe ich hier? Das ist... Ist das echt? Inwiefern? Fuck, wenn ich das wüsste. So. Kriege ich hier einen... Kriege ich hier nochmal einen Heli? In den Wald? Ich habe bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Buena, Marico. Hier ist euer Heli. Nee, nee. Da vorne sieht man das Predator-Blut. Und die Heringe im Fluss, die da rumspringen. Es blutet, also können wir es auch töten. Ich sehe irgendwas. Sieht aus wie Blut. Wie ist die Konsistenz? Soll ich das etwa anfassen? Sieht fast so aus wie... Blut. Egal, womit wir es zu tun haben, jetzt wissen wir, es kann bluten. Und wie es blutet. Wir können es töten. So, gleich nach dem nächsten Fluss oder der Straße, auf jeden Fall nach der nächsten Überquerung, steht da ein Unidad-Soldat auf einem Felsen und wird dann vom Predator gekillt. Ich will mal gucken, ob ich den killen kann, bevor der Predator ihn kriegt. Straße dann wohl. Da sehe ich den schon. Das sind nur Pflanzen. Pflanzen. Da ist er. Hey, lass die Waffen unten. Die Leute haben schon seit der Waffen unten. Wir wollen Leute für uns gefährden. Ich kann nicht töten. Was zum Teufel ist das? Das ist der Predator. Wie er am Anfang noch kurz da rumgeflackert hat hinter ihm. So knapp außerhalb der Renderdistanz, scheinbar. Aber ich konnte ihn nicht töten, ihr habt's gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr es auch gehört habt. Ich habe ihn einmal getroffen. Es hat aber nichts ausgemacht. Kann ich seine Leiche vielleicht untersuchen? Ich glaube nicht. Ne? Nö. Ich meine, da liegt er zwar, aber... Fluoreszierendes Blut. Immerhin ist es kein Säureblut wie bei den Aliens. Oh, eine Alien-Mission wäre auch geil gewesen, ne? Aber naja, es wäre so viel geil gewesen. Auch ein Zombie-Modus wäre hier geil gewesen. In dieser Welt, weil die Welt halt einfach so riesig und so schön ist. So, solange wir die Drohnen noch nutzen können. So, wir schicken dort eine Ablenkung hin und rufen uns Verstärkung. Und weil wir es können, einfach da Mörser. Denn ab jetzt können wir nichts mehr machen, sobald wir im Bereich drin sind. Dachte ich. Sobald es losgeht, geht nichts mehr. So, jetzt haben wir natürlich einen kleinen Nachteil dadurch, dass es Nacht ist. Wobei, dann sieht man den Laser vielleicht besser. Seht ihr, jetzt ist schon ein Schloss da. Töte es, sicher, Amigo. So, wir warten. Wo sind meine drei Bäume? Da sind meine drei Bäume. Das sind meine Schutzbäume. Schick mal unsere Kameraden dahin. Positionswechsel. Okay. Da hinten ist irgendwo eine Unidad-Basis. Hab nicht gesehen. Will gleich mal gucken, wenn er nochmal da ist. Dann kann man mit Nachtsicht nicht sehen. Ich warte auf dich, Boss. Die Kerle sind markiert, ja. Da, weil wenn ich denen jetzt hier einfach so sag, sie sollen schießen. Ah doch, man sieht die da in der Signatur. Wollte nur mal gucken. Aber nur, wenn er enttarnt ist. Entsichert. Die schießen von sich aus, das ist gut. Und wenn die mir immer folgen, die fangen dann immer Stress mit den Unidad-Leuten an. Seht ihr hier alles gesperrt? Habe ich jetzt einen Rebellen erschossen? Das wäre schlecht. Die sind mein Kanonenfutter. Ist er.
Irgendwo da hinten. Ja, die schenken gut ein, das ist gut. Da läuft er irgendwo da. Ich finde das so unrealistisch, dass er sich halt einfach immer rumteleportiert. Er erscheint da hinten, ist weg und läuft dann direkt hier vorbei. Also im Moment nicht, aber das macht er gerne mal. Und vor allem, dass man auch nicht mehr treffen kann, plötzlich. Sobald er merkt, dass ich die größte Bedrohung bin, dann konzentriert er sich auf mich. Gibt leider kein Verteilen. Ist das echt? Komm, ich lasse da sitzen. Auch wenn sie dort getroffen werden, genauso wie die Rebellen, die stehen alle so eng. Da fallen direkt mehrere um. Das ist nicht so gut. Achso, ich könnte noch einen Schalldämpfer abmachen. Dann geht das ein bisschen besser. Also ich weiß ja nicht, ob es so intelligent ist, neben einer Munitionskiste in Deckung zu gehen, aber ich urteile nicht. Ich könnte natürlich auch mit der Sniper schießen, aber damit sind Reflexschüsse nicht so einfach. Und die Waffe macht mittlerweile auch genug Schaden. Wie dunkel ist es denn? Ziemlich. Verluste, hier drüben. Das war der erste Streich. Wir haben Verluste. Und dieses war der zweite Streich. Wir haben die sind so nutzlos. Wow. Vielen Dank. Wow. Shit. Ja, zu nah am Felsen vorbeigelaufen. Das könnte jetzt schon das Ende gewesen sein. Aber genau aus diesem Grund habe ich den Booster noch nicht aktiviert. Verdammt, das war knapp. Wo ist er? Wo ist er? Da oben war er irgendwo. Da kann ich ihn jetzt wieder beleben, vielleicht gerade. So, ein Leben haben wir weniger. Da hinten. Oder? Ah, das ist ein Scheinwerfer von der Unidad-Basis. Sind das hier meine drei Bäume? Ja. Geh ihn wiederbeleben, geh ihn wiederbeleben. Oh shit, das tut immer noch weh. Ich sag mal Feuer. Roger. Shit, Mann am Boden. Ist keine gute Idee. Wenn du mir das nächste Mal Deckung gibst. Wo ist er da? Oh! Geh den jemand wiederbeleben, ich kann nicht. Bin auf dem Weg. Da drüben irgendwo? Gott verdammt! Wo ist er? Sehe nicht. Da ist er. Wow! Er sieht mich auch. Geht dem mal einschenken, bitte. Die Drohne kann ich nicht benutzen, denn die wird gestört. Hier. Predator ist ja kein. Wir haben Verluste. Ist ja kein Anfängerjäger. Da. Zum Glück hat er so einen tollen Laser, den man auch in der Nachtsicht sieht. Man sieht nämlich nicht alle Laser in der Nachtsicht. Halte durch, ich bin haben auf sie? Weg. Ja, sie haben. Nicht zu nah an den Baum. Alles wird gut, hörst du? Wir sehen uns. Da ist er. Mann, klar, wenn du zielen könntest, hätte mich nicht erwischt. Der Rebell ist mir vor die Flinte gelaufen. Oh, Moment. So, Boosterzeit. Es ist Boosterzeit. Booster aktivieren. Ich könnte jetzt noch kurz warten, aber. Sicher, sicher. So. Predator ist da vorne. Wir rennen direkt weg. Hallo.
So, und weg. Weg! Nice. So. Und? Wie viele Punkte gab's? 8438. Was zur Hölle war das? Das ist doch nice.